So, mal wieder ein Pack-Opening von mir und... Lol. Lol? Ja, lol. Du heißt Lol, alles Ja. klar. An meiner Seite haben wir jetzt Lol. Und wir haben hier ein paar Päckchen. Leute wissen, wer ich bin. Hör auf, so eine Show zu machen. Und wir haben hier ein paar Päckchen, die wir öffnen können. Und auf die bin ich ganz besonders gespannt. Hier diese Black and White Karten. Oh, das mit Keldeo sieht voll schön aus. Ja, aber wir fangen hier ganz klassisch mit den an, die... Die jedes Schwein kennt. Ja, so ungefähr. Die Leute sollen ja auch bis zum Ende bleiben oder vorspulen. So, was haben wir hier Schönes? Ein Medity, Sepas, Koppel, Seemops, Sissas, Bidifas, Fluchtsaal, Landturn. Oh, das sieht ganz schön aus. Oh, das Seemops sieht voll süß aus. Ja, Seemops sehen immer gut aus. Oh, Seedraking. Alter, Seedraking, cool. Alter, Zerfetzer. Der alte Zerfetzer. Cool, die Karte habe ich scheinbar noch nicht. Dann da stand neu. Nein, da steht gar nicht neu dran. Ich dachte, da steht neu dran. Mm-mm. Oh, Bullshit. Gut, das war es mit diesem Pack. Also nichts Gutes drin. So gefühlt. Und jetzt Dampfkessel. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Wow, eine neue Karte. Zwei. Drei. Drei. Ein Jan Mega. Offen. Schallsicht. Ignoriere alle Energien in den Angriffskosten jeder Attacke dieses Pokémon, wenn du genau vier Karten auf der Hand hast. Gar nicht irgendwie umständlich ausgedrückt? Hätte man nicht irgendwie ausdrücken können? Wenn du genau vier Karten auf deiner Hand hast, ignoriere die Angriffskosten jeder Attacke auf diesem Pokémon? Hm. Das hätte doch irgendwie viel flüssiger formuliert, oder nicht? Ah, ich weiß nicht. Ah, oh, das Mauzi ist reverse, okay. So, jetzt haben wir hier XY ewiger Anfang. Ewiger Anfang? Ewiger Anfang. Ey, mach mich nicht krank, ja? Jo. Oh, Igniveau haben wir angeblich nicht. Das Weberak habe ich noch nicht. Als ob. Voll das Süße. Oh, verblasstes Dorf, das habe ich echt noch nicht. Lege einen beliebigen Zeitpunkt zwischen den Zügen. Zwei Schadensmark auf jedes Mega-Entwicklungs-Pokémon. Ey, das ist cool. Alter, ein Gardos. Halb. Bild. Das sieht voll geil aus. Ja, man fährt mit diesem Angler und alles. Guck mal, das ist super. Hat der Angler das gerade gezogen? Ja. Richtiger Sepp. Double. An dieses Pokémon können bis zu zwei Pokémon-Ausrüstung angelegt sein. Cool. Das Päckchen hat sich ja mal echt gelohnt. Okay, öffnen wir noch eins. Oh, Trommelwirbel. Jetzt kommt voll die Scheiße bestimmt. Alter, Incognito. Oh, so viele neue Karten. Oh, zwei Sternkarten. Blitzer Reverse. Voll das chubby Gesicht. Und ein Despotar X. Mit Einhämmern. Loris Einhämmern. Oh, das ist süß. Naja. Guck mal, die Kognitos sind die mega. Sind cool. Die sind mega cool. Abschiedsbrief, Alter, voll spooky. Aber wenn deines Zuges vor deinem Eingang kannst du, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank befinden, dieses Pokémon alle daran angelegten Karten auf den Ablagenstab legen. Dieses Pokémon wird dadurch nicht kampfunfähig. Wenn du das machst, zieh eine Karte. Lol. Mhm. Grummeln? Ich habe zuerst Gammeln gelesen. Das sieht aus, als ob das irgendwo eingesperrt wäre, so wie Harry Potter und hat er... Treppe. Bäh. Ich wollte Brücke sagen. Wald der großen Gewächse. Ah ja. Die pflanzen Pokémon. Beide Spieler können sich während des ersten Zuges eines Spielers... Oder während des Zuges, an dem ein Spieler diese Pokémon-Spiel entwickeln. Oh, hast das komisch formuliert. Elektroeffekt. Dinge nee, hast du eigentlich davon? Wovon? Von diesem Pack. Ich hatte von diesem Pack eben nur zwei. Jetzt Turbofieber ein Stück. Und reißen wir es auf. Hm. Toll. Wow. Zweimal Mebrana. Mebrana. Einmal normal, einmal reverse. Oh, ein Pyondragi. Giftkrallen. Oh, das gefällt mir sogar irgendwie. Das braucht so viel Energien. Hm. Gefühlt. Und jetzt noch eine Turbo. Komm schon, ich will eine Turbo-Karte. Bitte. Bitte. Es sei dir nicht gegönnt. Oh, ein Bronzel. Oh, ein Huthut. Das Huthut ist ja mal ewig süß. Und fett. Das ist einfach aus wie Polio. Das ist also einfach, es ist einfach nur fett. Alter, ein Empoleon. Und das sieht als Reverse mega cool. Und das hier? Oh, ein Mewtwo-X. Ich mag den Zeichenstil nicht, aber eine coole Karte. Ja. Oh. Cool. Lass mal.
Guck mal, wie fett das ist. Mega cool. Tuskai. Niemand mag diese Knetfiguren oder was auch immer das sein soll. Guck mal, wie verfressen das Milzer ist. Das bin einfach ich als Karte. Ja, das bist du als Karte. So. Wir haben noch nicht gar nicht lange geöffnet. Wir shoppen noch mal erstmal ein paar Päckchen. Ich bin jetzt so gemein. Oh, du hältst dich voll so auf Trab. Was, wie meinst du? Die Zuschauer. Ja, falls es welche gibt. Was soll ich denn holen? Dampfkessel? Turbofieber? Ah, mach mal Dampfkessel, ein paar, zwei Stück. Mehr kann ich mir nicht leisten. So, falsche Knopf. Knöppile. So, packen wir noch zwei Dampfkessel aus. Und was haben wir jetzt? Dab, 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 dab. Oh, ein Dachtiri, ein süßes, das neu ist. Ein Clavion und ein Voltilam in Reverse, hätte ich fast gesagt. In Reverse. Und ein Gastrodon als Sternkarte. Klebriger Schuss. That's what he did. That's what... Oh Mann. Klebriger Schuss. Ey, ich bitte euch, Pokémon-Kartenübersetzer. Ey, was macht ihr da? Oder überhaupt Kartenerfinder, ey. Alter, an Dachtignis. Gott, wie böse das guckt. Richtige Gans. Hm? Alle Gänse gucken freundlich. Ja. Enten gucken so. Oder Raben. Ah, ein Xerneas. Ja, ich finde, das sieht eher wie ein Rabe in dem Fall aus. Er ist nicht so... Ah, das ist Shiny Azumarill gezogen. Ja, das ist ja Karo. Ich finde das voll hässlich. Ich finde es hässlich, dass das diese Typen Dinge hier so schräg, ja, über die Karte. Das ist so hässlich gemacht irgendwie. Aber gut, jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Höhepunkt dieser Pack-Opening-Folge, nämlich die Schwarze und Weiß-Booster. Das machen wir in der nächsten Folge. Nein, Spaß, das machen wir jetzt wirklich. mit Genesect. Legendary Treasures. Genesect ist aus wie ein Panzer. Ja, ist es ja auch im Prinzip. Voll hässlich. Genesect ist ja neben Mewtwo das zweite künstlich erschaffene Pokémon. Ah, ne, Porygon ist auch künstlich. Oh mein Gott, boah, dieses Emolga. Und ja, dieses Flunschi. Emolga. Okay. Flunschig, guck Flunschig. Nein, dieses Schalkopf, guck Flunschig. Ey, das Flunschig ist Reverse. Das ist eine RC, eine Radiant Collection schon wieder. Eine andere. Mhm. So wie es auch in einem Generation Booster drin ist. Oh, ein Meloetta in der Tanzversion als Reverse. Wir haben zwei Reverse-Karten hier drin. Das hätte ich nicht gedacht. Und ein Fione. Alter, das Artwork ist ja mal ein Gemälde. Guck dir das mal an. Da gibt es voll viel drauf zu entdecken. Ja, hier die Wingles und hier das Unratytox und die Flasche hier, der Müll und allgemein so dieser Stil und alles. Alter, Kawaii. Und der Effekt ist herausziehen. Ja, oder? That's Achtung. What he did. Aber zu spät. Ja. Oder oft ist es dann zu spät. Bei vielen. Aber darum geht's ja nicht. Also hier ist das Unratytox. Ach, das ist bei diesem Musical, in Schwarz-Weiß und so gab's ja diese Musical Hall. Mhm. Aha. Alter, ein Bisofunk. Ist bei dem Unratytox auch ein Fione mit drauf? Nee, das ist ja nicht so ganz. Ah, okay, das ist das nicht. Aber hier ist das Wingull, das ist so am Strand so eine Müllabfuhr. Und hier ist ein LKW. Mhm. Da ist ein Mew drunter. Das Bisofunk hat einfach zwei Natus. Alter, oh, da sage ich noch hier unterm LKW ist ein Mew und auf einmal ziehe ich hier eine Mew AX-Karte. Leck mich fett. Alter, ein Garados, das hässlich ist. Und ein Deponitox. Das bist du. Gar nicht. Was kann das? Vergeltung und Steinschädel. Wir waren damit sogar zahlfähig, das Pokémon selbst. Oh, das ist blöd. Aber das hier, Mann. Geil. Voll cool. Das bin ich. Würde mein Vater sagen. Ja. Er würde sagen, das ist die beste Attacke, die ich kann. Oh. Was? Okay, was haben wir? Alter, dieses Entogon, wie böse das guckt. Oder Sundance King. Oh. Ach, das ist dieses eine Örtchen da, was es nur in Schwarz-Weiß 2 gab. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Ort. Eventura City. Oh, ich würde eigentlich sogar ganz gerne Schwarz und Schwarz-Weiß 2 jeweils nochmal spielen.
Alter, ein Cresselia-Ex. Not bad. Aber der Angriff ist scheiße. Zieht nur 90, ich hab für 4 Energien. Na Alter. Toll. Hat das wenigstens einen guten Effekt? Naja, es hat für eine Runde dann, also wenn du das einsetzt, hast du dann keine Schwäche für den nächsten Zug. Hm. Ist nicht so. Das Azumarill, das sieht cool aus. Guck mal, so am Strand. Ja. Einfach so draufgeklatscht, so draufgerendert, wie so mit Photoshop ausgeschnitten. Guck mal, hier ist einfach das Ohr so gerade. Ja, ja. Als ob man das unsauber ausgeschnitten hätte. People, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Wie heißt dieses Dorf nochmal? Ich weiß nicht. Okay, jetzt das letzte Booster und jetzt haben wir schon quasi die Zeit erreicht, wo es okay ist. Das ist schon das letzte Booster? Das ist jetzt das letzte Booster, ja. Alter, dieses Radikal, das habe ich schon. Lol. Das sieht aus, als ob es Tollwut hätte oder so. Alter, dieses Glutexo. Na ja, gut, was ist die? Was ist die Söldnerkarte? Und? Wow. Ein glitzerndes Cleoparda. Ernsthaft ein Cleoparda? Na gut, aber immerhin haben wir ein Mew EX, Cresselia X und ein 2 Garados. Mewtwo hast du auch. Mewtwo X und dieses Half-Art Garados. Coole Sache. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Gell, lol? Lol. Lol. Bis dahin. Lol.